Heutzutage ist jeder online. Für 2015 schätzt man 50 Millionen Wi-Fi-Hotspots weltweit und bis 2018 rechnet man global mit bis zu 340 Millionen Zugangskonten. Wir verfügen damit aktuell auf diesem Planeten über jeweils einen Wi-Fi-Hotspot für 150 Menschen. Bis 2018 werden es dann bereits nur noch 20 Menschen pro Wi-Fi-Hotspot sein, so der AARP Fraudwatch Network Report über Bequemlichkeit gegenüber Sicherheit. Gibt mehr als ein Viertel, 27% User an, in den letzten 3 Monaten Online-Banking über öffentliche WLANs betrieben zu haben. Glaubst du, dass es uns möglich ist, in weniger als einer Minute ein Smartphone zu hacken und Zugang zu Kreditkartendaten zu erlangen? Lass es uns rausfinden. Hacker bevorzugen 2 Angriffsmethoden. Die Evil-Twin-Attacke, bei der sie Wi-Fi-Hotspots mit den gleichen oder nahezu identischen Namen erstellen, wie jenen, denen du traust, beispielsweise deines bevorzugten Hotels oder Coffeeshops. Und die Man-in-the-Middle-Attacke, bei der sie ein stärkeres Wi-Fi-Signal bereitstellen, um sich zwischen dir und der legitimen Verbindung zu positionieren. Um darzulegen, wie einfach du in einer Hotellobby gehackt werden kannst, demonstrieren wir dies mit einer Evil-Twin-Attacke, die mit Hilfe eines professionellen Sicherheitsspezialisten ausgeführt wird. Hierzu benötigen wir nur einen Laptop mit Wi-Fi-Funktionen, einen Webserver mit einer Phishing-Website und ein 3G-Modem. Wir erzeugen unser eigenes Wi-Fi-Netzwerk, nennen es Hotel-Wi-Fi und leiten den kompletten Datenverkehr aller Nutzer, die sich einloggen, zu unserer Phishing-Website um. Nachdem Sie Ihre Login-Daten oder Kreditkarteninformationen eingegeben haben, wird der Datenverkehr über das 3G-Modem weitergeleitet, sodass es den Opfern scheint, sie seien tatsächlich mit dem Internet verbunden. Und das war es bereits. Der Hack ist abgeschlossen. Danach können Sie deinen Computer problemlos mit Keyloggern, Trojanern und Passwort-Diebstahl-Software infizieren, Tastatureingaben überwachen und wichtige Daten über dich sammeln, einschließlich Sicherheitsanmeldeinformationen für deinen Arbeitsrechner. Es surft gerade im Internet. Wir werden seine Kreditkartendetails stehlen und einen brandneuen Smart TV kaufen. Aus Gründen der Sicherheit und Privatsphäre werden wir den Kauf nicht abschließen, aber der Schaden ist offensichtlich. Die Kreditkarteninformationen wurden in weniger als einer Minute gestohlen. Sometimes when you're in a rush, you just don't pay too much attention and you already have on your phone stored the details of the credit card, so it's like really easy to go with the flow and enter the data, skip that step and just go online, especially if you have like just a few more minutes in which you need a wireless connection. So yeah, that was terribly easy, and it's kind of threatening to see that you can, you know, be so insecure online. Um sicher zu gehen, verbinde dich immer mit einem VPN, bevor du einen Browser in einem öffentlichen Wi-Fi öffnest.